Und damit auf ein neues zur letzten Folge unserer Chips-Tierlist. Der German Chips-Tierlist von Flori ausgesagt so. Und heute kommt großes Teil gut und günstig. Und ich habe euch die Story schon erzählt, ich krieg fast nur die. Da hat der Jan wenigstens ein bisschen Ahnung. Ja, na, mehr oder weniger. Das Problem ist halt, fast die Hälfte davon. Nee, mehr als. Genau die Hälfte davon sind Tortillas, die ich halt nicht mag. Und mir deswegen nie geholt habe. Oh nee, Gott. Mehr als die Hälfte, das ist ja auch Tortillas. Geh weg. Und du kommst dahin. Okay. Oh. Das ist halt auch wieder. Ich mag den. Die schmecken auf der einen Seite gut, und dieses Mundgefühl, sage ich jetzt einfach wieder. Finde ich nicht so gut von denen. Das ist ja halt so ähnlich wie bei. Gitterchips? Ja. Redest du gerade über die Star-Dinger? Also ich habe nur die Norma-Version davon bis jetzt gegessen. Die wir schon eigentlich. Ah, die da meine ich. Ja, genau, die meine ich auch. Beziehungsweise die in so einer Partybox drin sind, diese. Die kommen am Ende dann noch, die Pommels, genau, die sind sehr ähnlich. Aber ich liebe diese Art von Nabberding, ich nenne es nicht Chips, ganz nach oben. Ich liebe es. Ich mag jetzt die Paprika zwar mehr, aber die mag ich trotzdem. Allein, weil die halt dieses Gefühl geben und diese. Du fühlst dich nicht dick. Du kannst davon sehr viel essen, glaube ich. Ich jedenfalls. Du kannst eh von allem viel essen, also sei ruhig. Ja, aber das macht. Oh Mann, so meine ich das doch gar nicht. Na gut. Kesselchips, da gehe ich jetzt auch allgemein auf die Kesselchips von Funny Frisch. Und Sweet Chili in der Sorte. Mag ich auch lieber, liebe ich. Schmackofatz mache ich. Ich liebe die. Oh, Sweet Chili sind dann auch mit die besten, deswegen. Was hast du gesagt, Schmackofatz? Ja. Ich würde es ganz nach oben packen. Ja, weil, ich weiß nicht, aber. Manchmal sind auch so Stücke drin, da ist zu viel dran und es ist dann komisch und das ist dann ein schlechtes Gefühl. Aber Sweet Chili, müsste es mehr Chips geben von. Warum gibt es denn nur die in Sweet Chili? Oder hast du noch andere Sachen, die es in Sweet Chili gibt? Irgendeine andere Marke, Kesselchips habe ich meistens, Sweet Chili, sind halt echt extrem, extrem gut. Nee, das meine ich ja, es sind ja nur Kesselchips, die davon gibt. Ach so, und ich glaube, es gibt da normale. Was ist das aber für eine Sorte da, die nächsten? Ist das, auch, das ist jetzt nicht Sweet Chili, oder? Frag ich mich nicht. Nee, Hot Chili. Okay. Also Tortillas, ich gehe aber mal ganz schnell durch. Mein Favorit wäre wahrscheinlich Hot Chili, dann gesalzen, dann milde Paprika und dann Nacho Cheese. Aber ich mag Tortillas allgemein nicht so. Aber am ehesten würde ich mir Hot Chili dann holen von denen. Gehen wir erstmal auf Hot Chili ein. Ich muss sagen, ich hatte die mal, nicht die guten, doch, die waren auch von guten Günsten. Das ist Edeka, oder? Ja. Doch, ich glaube, die waren aus dem Edeka. Das war auch so eine Riesentüte. Ich glaube, die hat 200 Gramm, kann das sein? Weiß ich nicht. Nee, guck mal, da unten links, da steht sogar 300 Gramm. Ja, die sind groß, von gut und günstig und von ja, die sind richtig groß. 300 Gramm Tüte, Alter, Kornel, würde die in ein paar Stunden wegfressen? Ich denke immer nur so, wie soll ich das schaffen? Ich muss Freunde einladen. Da würden wir uns wenigstens auch, also würden wir uns sozusagen streiten, da könnten wir die gut wegessen. Aber Hot Chili wäre, glaube ich, von denen auch das Beste, aber ich gehe das einzeln durch. Und ich würde die, das ist leider die gut und günstig Marke und da merkt man das auch. Die wollte ich eine Stufe unter die Tortilla Chips Hot Chili von Gio setzen. Also, Gubon geht auch klar? Genau. Okay. Also, die gehen klar, aber also bei denen merkt man, dass das eine Billigversion ist von dem Markenprodukt. Bei manchen geht es. Da habe ich keinen Unterschied, aber bei denen nicht. So, gesalzene Tortilla-Chips, muss ich sagen, habe ich äußerst selten gegessen, weil die auch äußerst langweilig sind. Ich meine, okay, gehen wir jetzt davon aus, wir essen die nur so oder mit einem Dip? Weil wir müssen eigentlich immer davon ausgehen, dass wir die ja, ohne Dip essen. Ja, deswegen, mit Dip würde ich die alle höher einschätzen, aber ansonsten würde ich die auch so machen. Auf Bohr geht voll klar, den Rest glaube ich, na gut, Salz kommt auf okay und der Rest muss nicht sein. Ah, so ja, würde ich es machen. Ja, wie halt Tortillas mag ich nicht so, aber normale Chips halt. Es ist gesalzen. Und Salz ist halt so ein Ding. Ja. Ist nicht unangenehm, ist okay. Deswegen kommt es auch okay. Okay. Und jetzt kommt das, was ich ja schon mal gesagt habe. Das ist ja Käse, oder? Ja. Ich bin absolut kein Fan von Käse an Chips. Nacho Cheese. Auch anderen Käse. Ist das nicht immer Nacho Cheese eigentlich? Ja, da steht, bei Tortillas schon. Bei den Bagels steht auch Nacho Cheese, kann das sein? Bei den Grünen da.
Tatsächlich. Okay, da ich das nicht mag und ich die auf der gleichen Stufe setze, muss nicht sein. Muss echt nicht sein. Also ich würde es essen, wenn es da ist, aber ich würde es mir niemals selber kaufen. Niemals. Das ist der Unterschied zu der Stufe da drunter. Wenn ich das geschenkt bekommen würde, würde ich es zurückpfeffern und gegen die Rübe von dem Typen, der es mir schenkt. Okay, ich schenke dir das nicht. Oder ich schenke es dir nur, weil ich es lustig finde, wie du dich aufregst. Dass du es gegen Rübe bekommst, okay. So, das Ding ist jetzt, Tortilla-Chips mit Paprika, das gibt es. Ja. Also ich hatte eine Version, glaube ich mal, das war, wie gesagt, auch von Edeka, aber die sehen nicht so aus. Es kann sein, dass es die gleichen sind, nur mit einem anderen Tütendesign. Ich weiß nicht, ob die das jemals nochmal geändert hatten. Aber das war komisch. Das war sehr fruchtig. Das war unerwartet, der Geschmack. Aber er war nicht gut. Deswegen, er war okay. Deswegen wollte ich die mit einer Stufe setzen. Wo warst du nochmal mit dem? Wollte ich auch mit nach auf muss nicht sein machen. Noch niedriger als gesalzen? Du bist Gesalzen-Fan, ich merk's schon. Ja, in dem Fall schon. So, Sour Cream and Black Pepper. Schwarzer Pfeffer? Also Sour Cream kennt man. Es gibt Lays auch mit Sour Cream und Onion oder sowas. Aber das mit Black Pepper? Hast du schon mal was mit schwarzem Pfeffer, außer die Pringles, wo du gesagt hast, die waren kacke? Ich weiß nicht, es waren nicht nur Pringles, es waren auch mal andere. Aber Chips mit Pfeffer mag ich, glaube ich, nicht. Weißt du nicht, da ist irgendwas anderes noch dran. Also Sour Cream? Irgendwas ist komisch. Ich glaube, das mag ich nicht, aber ich kenne die nicht. Könnte gut sein. Ich habe noch nie eine lilane Packung gesehen. Also mal im Ernst. Ich hab Candy nicht, tut mir leid. Die gibt's wahrscheinlich auch gar nicht in Deutschland. Ja, kenne ich nicht. Kannst du die hin tun. Okay. Also ich würde die gerne mal probieren. Ich weiß nicht, wie Pfefferchips schmecken. Gibt's nicht von, das ist Nintendox. Jedenfalls. Gibt's nicht von Naturals mit Pfeffer? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Okay, die normalen Lays, die, wenn sie im Angebot sind, es nur die im Angebot gibt und es keine Paprika oder irgendwas anderes gibt und ich deswegen die nehmen muss. Aber sind die gut? Okay, wie gut? Nee, die Frage ist, du kennst die gar nicht? Ich weiß nicht, ob es genau die von Lays sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kenne die nicht, genauso wie die anderen. Ich gehe davon aus, dass es ganz stinknormale Chips, Kartoffelchips sind, die so aussehen, mit Salz. Wo wir das denn tun? Salzchips mag ich, habe ich gesagt, Schmackofatz. Ja, das sind aber ganz normale. Also ich weiß ja nicht, was du für normale Salzchips, von welcher Marke denn? Weiß ich doch nicht, welche Marken das sind. Ich sag einfach Schmackofatz. Es ist nichts, was ich nicht mag. Also es ist Schmackofatz. Ja, die sind halt... Kann ich die... Ich muss mir kurz nochmal durchgucken. Kann ich da nicht hintun? Es tut mir leid. Die kann ich nicht auf Schmackofatz tun. Die müssen eins drunter bleiben. Die okay. Sind halt ungefähr so gut wie die Lay's Paprika, deswegen. Ich hab grad überlegt... Oh. Nein. Ich habe gerade, nein, das ist alles gut. Ich habe gerade überlegt, ob die wirklich auf eine Stufe kommen mit Paprika oder ob die besser oder schlechter sind. Oder? Oh. Nicht so stöhnen jetzt. Wir können eins höher. Es tut mir leid. Wir müssen eins höher. Das ist gut. Musst du die nach unten packen, dann zerstörst du dir das Aussehen. Ja, ich muss gerade überlegen. Pommels, das sind die, die, wie gesagt, in dieser Partybox drin sind. Aber wenn das wirklich die sind, dann finde ich die nicht so gut. Also, ich finde die aus der Partybox mit am besten, aber ich finde aus der Partybox allgemein alles gar nicht mehr so gut. Würdest du die höher setzen als diese okay. Partydinger? Okay. Würdest du die höher setzen als die Partydinger? Die Partybox Liste? Allgemein? Nein, die Partydinger da, diese Monde, die so ähnlich sind von der Beschaffenheit, die ich ganz oben habe. Ich glaube, die würde ich niedriger setzen. Was? Niedriger als der Star Snack? Deutlich niedriger. Ja. Okay. Aber das ist doch fast dasselbe. Na gut. Ich. Die lieben. Die Paprika zwar noch ein bisschen mehr als die gesalzenen. Das ist dasselbe wie beim Star Snack. Aber die kommen bei mir auch ganz nach oben. Okay. Okay, okay. Ich mag das einfach. Diese Leichtigkeit. Okay, ich merk's schon. Ja, ist doch schön, dass wir uns dann wenigstens nicht so streiten um Chips. Bei vielen jedenfalls. Ich weiß nicht, was von ganz oben wäre jetzt bei dir auch ganz oben bei mir? Also was ich ganz oben habe, was wäre bei dir auch ganz oben? Eine Sache. Grilled Cheese und Chili stelle ich mir gut vor. Könnte sein, dass es nach oben kommt.
Ansonsten eventuell die Pepperonis, aber das war's dann auch. Die Pombeeren würdest du wohin packen? Ich weiß gar nicht mehr. Eins weiter nach unten. Na, okay. Na gut. Dann hoffen wir natürlich, euch hat auch diese letzte Folge, wenn wir nicht noch irgendwann mal eine andere Tierlist finden, die das erweitert, gefallen. Und ihr schaltet bei einem anderen Video von uns wieder ein. Also nicht verpassen, gerne Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.